Und er ist der Einzige, den man straffrei Arschgesicht nennen durfte. Okay. Weil er sich nämlich damals Fett aus seinem Hintern ins Gesicht gespritzt hat. Kein Spaß. Okay, gut. Er war gegen Botox und hat sich deswegen Eigenfett aus dem Hintern ins Gesicht gespritzt. Deswegen das große Arschgesicht, Costa Cordalis, ist gestorben. Liebe Grüße gehen raus an seine. Wie alt ist er geworden? War das? Also seine Fans. Recht versucht, mir Rammstein-Tickets zu besorgen und ich hätte es auch... 100 Euro, Alter. Ich hätte es auch geschafft, aber die Plätze waren irgendwie nicht so ideal und zu teuer dafür. Ich hätte es vorschießen können für meinen Vater und mich, aber ich dachte mir, für den Preis und mit Sichteinschränkungen eventuell, da habe ich gesagt, da kann ich auch ins Radio gehen, da habe ich auch Sichteinschränkungen. Ja, bei Rammstein muss man natürlich immer in der ersten Reihe stehen, sonst sieht man die Hitlergrüße nicht, weil die sind ja auch unangenehm rechts, ne? Absolut, Rammstein, die große Nazi-Band. Ja, die singen ja so wie der Führer. Mein Land oder ja. Manche führen, manche folgen. Weißt du, so geht's Leuten, die du hier bezichtigst, des rechten Musikgeschmacks, wenn du sagst, hier Freiwild und Onkels. Du kannst Freiwild und Rammstein nicht vergleichen, das geht nicht. Ich kann alles vergleichen. Nein. Ich hab gestern bei Dr. Oetker angerufen, die hat mir gesagt, ich könnte zwei Pizzen nicht miteinander vergleichen. Können wir mal ein für alle Mal diese Scheiße aus der Welt holen, ja? Ein Apfel ist rund, meistens grün, eine Birne ist wahrscheinlich in der Regel weniger grün, eher so in die gelbliche Richtung, hat eher so eine ovale oder so eine Birnenform. Also Man kann Äpfel und Birnen sehr gut vergleichen. Das ist ein Totschlagargument für Leute, die nicht weiter wissen. Beides sind Früchte. Schön. Wer sind wir ja eigentlich? Sind wir auch geile Früchtchen oder so? Guten Uhrenvergleich. Morgen. Wir haben hier ungefähr um 11 angefangen. Es ist 13.11 Uhr. Ja, ich kann die Uhr gut lesen. Und ihr seid bei Brennpunkt Internet. Triggerwarnung vorneweg. Schaltet ab, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Wir sind Brennpunkt Internet. Wir fassen die Geschehnisse der vergangenen Wochen zusammen. Und ich würde sagen, heute klären wir mal die Judenfrage. Ja, ein für alle Mal. Ja. Für euch ist es Sonntag. Die ist noch offen, soweit ich weiß. Es ist sie auch, aber bis heute. Für euch ist es Sonntag oder Montag oder wie auch immer. Für uns ist heute Freitag, Der 5. Juli. Der 8.8. Der 8.8. ist für mich jeden Tag eigentlich. Ja. Führers Geburtstag. Im Herzen Adolf. Hallo liebe Leute, also wir bedienen uns des schwarzen Humors und ich sag auch gleich, wir haben jetzt hier Episode 25, ja, da kann man auch mal in einer Early Life Crisis sein. Heute ist einer dieser Tage, Tino. Wir fragen ja uns zunächst am Anfang immer, wie geht's uns denn? Also heute ist wirklich, ne? Heute ist der Wurm drin. Heute ist einfach nur der Wurm drin. Ich habe auch nicht so viele Themen, aber ist mir egal, ich habe keinen Bock drauf hier. Kurz nach der kam übrigens auch ein Rant die Tür rein. Ich glaube, der will auch noch was sagen nachher. Ja. Ein Rant? Ein Rant. Bei dir kam der rein, oder was? Nee, bei dir kam er rein. Ach so, stimmt. Mit mir nicht, der kam reingerannt. Mit mir nicht so richtig. Ich bin nicht so gerantet. Ich bin eigentlich voll gut drauf. Ja, aber für die Leute, die zum voll ersten positiv. Mal einschalten, wir sind Robin Osterafo, Internetlegende und der unangenehme linke Tino. Tino Ranacher, ja, damit sie mich googeln können. Ich bin ein berühmter Filmschauspieler verdienst laut du auch, Google. Verdienst du auch schon Geld durch Klicks? Ich habe einst verdient durch Klicks. Aber Leon Mascher oder was? Weil richtig, du wieder konsequentes Mobbing betrieben hast richtig, und dich danach noch dran bereichert hast. Das waren so 160 Euro insgesamt oder fast 200, wenn man einberechnet, dass die Bild-Zeitung auch meinen Screenshot abgedruckt hat. Asoziale Schweine. Das war es aber vorher schon da übrigens. Ja, ich benutze es auch nur als Ständer. Ekelhaft. Ich habe Ständer gesagt, haha, lol, hier sind wir bei Brennpunkt Internet. Wir so haben erlesenen an. Humor. Ihr habt hier richtig eingeschaltet. Schön, dass ihr da seid. Aber trotzdem, Tino, heute ist einer dieser Tage. Und wir reden jetzt mal kurz vielleicht aus privater Sache. Schaltet nicht ab, bleibt dran. Es bleibt weiterhin spannend. Wir machen natürlich wieder die Wochenrezension. Was hat das Internet bewegt? Hence der Name Brennpunkt Internet. Und bleibt einfach dran. Am Ende der Folge sagen klären wir was. Die Judenfrage. Klären wir die Judenfrage und erzählen euch, wo es den besten Schaltporn gibt. Also bleibt unbedingt dran. Naja, Tino, wie geht's dir? Interessiert mich nicht. Ja, sehr gut. Gut. Mir geht's sehr gut. Nein, pass auf heute, ey, ne, ich will losfahren und der Reifen ist platt, ne. Denke ich mir, okay, pumpe ich ihn auf. Och, warte, ich könnte ja nochmal in den Briefkasten gucken. Was habe ich drin? Nach langer Zeit mal wieder ARD ZDF Deutschlandradio. Oh, das tut weh. Habe ich jetzt hier extra mitgebracht. Ich kann mal kurz hier öffnen. Ich hatte hinten drauf auf dem Gepäckträger, ich bin ja dann doch noch Fahrrad gefahren, als der Reifen dann aufgepumpt war, der ist mir durch den Wind runtergefallen, der Brief. Und ich habe echt kurz überlegt, lässt ihn einfach liegen. Und das musst du zahlen. Für den Zeitraum 1.4. bis 30.6., das ist jetzt nochmal hier so ein neues Ding. Also es ist nichts weiter Spannendes.
Aber man muss ja wissen, was man wegwirft, sage ich immer. Für die Umwelt. Ich kenne Leute, die haben ihren Tod vorgetäuscht. Die haben dann draufgeschrieben, vermutlich verstorben und haben es zurückgeschickt. In meinem Namen schreibe ich das. Sorry Leute, ich bin vermutlich verstorben. Könnte ja sonst wer draufgeschrieben haben. Und es hat funktioniert für eine Zeit, aber nach 3 Jahren kam es dann raus, dass die Person doch noch lebt. Und die muss jetzt viel sich nachzahlen. Umbringen. Jetzt tatsächlich, ja. Ja, hat er wurde gerichtlicher verklagt. Beschluss. Ja. Keine Fake News verbreiten, zieh durch, Digi. So ist es. Ja, und dann, ne, ich hatte das perfekte Geld in der Hand. Ich habe hier noch andere Briefe vorliegen. Ne? Ich verschicke ja manchmal Magic-Karten, weil teures Hobby, ich kaufe mir keine Karten. Wenn, dann hole ich mir mal Kärtchen, wenn ich selber welche verkauft habe. Ja. Und ich hatte das perfekte Geld dabei und stand vorm Automaten. Die Briefe sind jetzt teurer. Oh, erneut. Weißt du, was da an einem zusammenbricht, wenn du denkst, Alter, ich habe hier genau 3 Euro. Das passt perfekt für 3 Briefe im Inland und einen Brief ins Ausland. Perfekt. Und auf einmal merkst du, okay, nee, ist nicht. Gibt es da nicht auch so eine Karenzzeit irgendwie für Briefmarken oder sowas? Ach, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich wollte mich einfach nur ein bisschen aufregen. Scheiß Post, muss man echt sagen. Wir bräuchten eine Alternative zur Deutschen Post. Ja. Aber gibt's doch eigentlich. Kann man nicht auch über UPS Briefe verschicken? Oder ach, nur das ist Pakete? Doch alles das Gleiche. Da muss erstmal Elon Musk daherkommen und diese, kennst du diese Büroleitungen, wo du irgendein Stück Scheiße reinpfefferst und das beim Chef dann ankommt? Ja. Sowas brauchen wir einfach deutschlandweit. Stimmt, stimmt. Das wäre mal eine Maßnahme. In es jedem gibt keine, Haushalt keine Partei, einfach, die das durchsetzen will, tatsächlich. Stell dir das mal vor. Wenn jeder Haushalt so vernetzt wäre, dass man wirklich innerhalb weniger Minuten, jetzt wenn ich mal von, was weiß ich, vom Bodensee nach Flensburg, ja, will ich mal irgendwie so ein Ding schicken. Das dauert dann 5 Minuten, okay? Wenn man das da durchjagt. Aber grundsätzlich wäre richtig geil, oder? Ich meine, Klos sind ja im Endeffekt auch überall verbunden, mehr oder weniger. Ja, warum das muss das doch nicht technisch unsetzbar sein. Oder ist der Versuch nicht gewesen, das durch E-Mails vielleicht zu erreichen? Nein. Es geht hier um Sachgegenstände. Um Papier. Ja. Also wenn du mir eine E-Mail zeigst, wo ich meine Magic-Karte als Attachment ranmachen kann, dann okay. Das lohnt sich gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwann gibt es dann diese 3D-Drucker überall oder diese Beamer. Da kannst du dann Sachen beamen. Das ist ja dann, ja, nee, nicht Beamer, stimmt. Die werden einfach 3D-Drucker, pass auf, folgendermaßen. Bei mir stelle ich das rein in die Mikrowelle, das zersetzt sich, ja. Ja. Die Zutaten werden aufgefangen. Und weitergeleitet an irgendein Zentralfabrik-Computergelände. Und anderweitig wird das dann aufgebaut im 3D-Block. Das ist ja quasi dann Beamen. Beam, genau. Genau, das ist es. Deswegen lohnt es sich gar nicht mehr, das umzustellen. Elon Musk, schreib mich an. Und verlink bitte die Artists, wenn du irgendwas postest, du Assi. Das macht er nicht. Gut. Sonst noch irgendwas aus dem Privatleben? Ja, ich habe Schmerzen, sehr starke Schmerzen. Was wieder? Nee, also keine Tinder-Geschichte, sondern am vergangenen Wochenende war ich mit Freunden ein bisschen feiern und da habe ich meine Zweitlieblingsband getroffen, Turbokotze leider, Turbokotze, hier aus Weimar machen, sehr schönen Punk und der Gitarrist hat mich so doll und stark umarmt, dass ich richtige Schmerzen noch habe und ich dachte echt, ich sterbe gleich, ich hatte richtige Quetschungen hier unten, also hat mich so unter den Rippen quasi eingequetscht und hochgehoben. Ich konnte nicht mal was sagen, als ich oben war. Und ich war sogar beim Arzt deswegen, weil es nach 3 Tagen immer noch geschmerzt hat. Und ich habe einen Muskelkater des Todes. Unangenehm. Ausgelöst durch einen Punkrocker. Naja, immerhin. Bleibt's thematisch passend, also wenn der Punkrocker... Aber Leute, ich kann die Überleitung schaffen. Das, was der Punkrocker mit Tino gemacht hat, machen wir mit eurem Zentrum für den guten Geschmack. Denn jetzt geht es offiziell los mit dem Brennpunkt Internet, würde ich sagen. Und... los! Lass uns zugleich mal über das wichtigste Thema der Woche reden. Es ist wirklich brisant diskutiert worden und also Leute, auch für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Absolut. Ariel, die Meerjungfrau ist jetzt schwarz. Nein. Doch. Wo denn? Überall. Leider. Was ist passiert? Ich verstehe es nicht. Naja, man kennt ja das, ne? Disney braucht wieder Geld. Also, was machen sie? Wir haben da noch so ganz alte IPs rumliegen. Ah, okay, Aladdin, das kommt alles gut an, der König der Löwen, bla. Ach, da gibt's ja noch Ariel und die machen wir jetzt schwarz. Es interessiert mich eigentlich gar nicht. Ach, sie machen einen neuen Film aus Ariel? Sie machen natürlich einen neuen Film. Und die wird gespielt von Halle Berry, wobei neu in einer sehr fetten Klammer drin steckt. Mit wem? Halle Berry hast du gesagt? Halle Berry ist nämlich auch schwarz. War das gerade Mightly Racist, was du gesagt hast? Ja, klar. Ich denke mal an eine Schwarze und... Die das eine, die man einen Oscar bekommen hat, die kommt dann bei mir an, oder? Naomi Campbell ist noch schwarz, aber die ist ein Model. Die zählt nicht, stimmt. Models, nee, die leisten halt nichts. Nee, eben. Stell dir das mal vor, ey, du kommst auf die Welt und wirst ausgezeichnet für nichts, einfach nur für deine Existenz. Ja. Abartig.
Wie Kim Kardashian. Ja, aber ich muss sagen, ich hab was gegen Blackfacing. Gegen Schwarze. Aber auch was gegen Whitewashing, weißt du? Ich finde beides irgendwie schlecht. Wenn dann irgendwelche Figuren, die ursprünglich dieses Aussehen hatten, abgeändert werden, finde ich immer problematisch. Ich muss sagen, mir ist scheißegal. Also das Ding ist halt, das ist eine Meerjungfrau. Das ist ein fiktives Wesen. Es ist mir wirklich einfach egal. Aber das Internet hat sich halt aufgeregt. In dem Fall ist es mir wirklich einfach letztendlich auch egal, ja. Also ich weiß nicht, ob es die Figur schlechter macht. Oh, wir haben Fanpost bekommen. Ach, du ahnst es nicht. Wir haben Fanpost, komm rein. Na dann, müssen wir das natürlich direkt live hier mit einbauen. Das ist ja das der, sieht sehr gut aus. Vielen Dank. Der ästhetischste Zettel, den ich je gesehen habe. Oh, ein Hassbrief. Oh, danke, Shanghai. Hassbrief. Ach du meine Güte, Moment, ich sehe was du noch nicht siehst. Wir haben da so ein bisschen Mafia. Wir haben der Pate hinten drauf, so einen abgetrennten Pferdekopf. Nee, ein Einhornkopf ist das. Ach so, stimmt. Ja, okay, na dann geht's. An die Brennpunkt Internet Redaktion. Also Zion wie Zion geschrieben. Oh, die Judenfrage brennt im Hintergrund. Ja, es sind sehr, sehr viele Rechtschreibfehler drin. Mir ist seit geraumer Zeit ever Rotzcast zu Ohren gekommen. So ein Scheiß hat noch im Internet gefehlt, was schon generell übervoll ist mit Mist. Das bringt das Fass zum Überlaufen. Euch soll die Zensur treffen. Die AKK ist schon am Anschlag und geladen. So steht ihr an ihrer Hauswand und pisst daran, bevor ihr euch verpisst, ihr Pisser. Meinstwegen solch ihr an Artikel 13/17 ACTA und am DSGVO krepieren. Oder zum Indesten verrecken. What? Die BLM ist auch schon informiert. Die werden euch noch die Prügel rausmasen. Oh, ein Drachengame. Mettler, eure ersten beiden Hassbriefe waren ja wohl ein Witz, so wie ihr beiden. Sie waren ja auch von euch, ihr Masken. Eine Lüge. Um euch zu demonstrieren, dass das ein echter Hassbrief ist, habe ich euch einen abgetrennten Einhornkopf beigelegt. PS, es war das Letzte, so wie ihr. Oh. Also der Burn Copyright, brennt. Copyright PP. Pipi, Little Pipi, kleine PPs sind das auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein Brief mit Bleistift offenbar geschrieben, der zerknüllt ist. Oh, Blei ist ungesund, frag also, mal Flint. Also offenbar wurde er hier in den Briefkasten geworfen, ja, und nicht verschickt. Ja, also wundervoll zerknittert, das geht direkt ins Archiv, das ist ja großartig. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe Angst, dass noch mehr Einhörner sterben müssen. Na, ich finde das okay. Also ich habe jetzt inhaltlich nicht ganz so viel rausziehen können, aber war großartig. Hat mich unterhalten und ja, ich muss mal niesen. Ich glaube, wir müssen also, die Sendung abbrechen. Wir können das nicht mehr machen jetzt. Das ist ein Milzbrandbrief. Merkst du es, wie ich direkt hier auch Krankheitsbilder entwickle? Das funktioniert nicht. Nee. Unangenehm. Wir werden in die Ecke gedrängt. War großartig. Wo Ariel, waren wir jetzt? Jungfrau. Also ich muss sagen, prinzipiell ist es echt scheißegal. Ja. Es ist echt egal, was für eine Rasse eine Figur hat, ein Mensch hat. Aber wenn sich ein Autorin sich eine Figur ausdenkt oder ein Zeichnerin sich eine Figur ausdenkt, dann hat sie auch eine Intention gehabt. Und ich weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders, der Erfinderin ist, so etwas abzuändern. Aber prinzipiell ist es mir egal, der Film wird nicht besser oder schlechter, weil die Schauspielerin jetzt schwarz ist. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Durchfall. Ja. Ich weiß nicht, ob es an dem Thema liegt oder... An dem Brief, glaube ich. Ja. Ja, also ich habe es ja auch nur drin, weil das Internet natürlich diskutiert hat. Es sind auch witzige Memes entstanden und Leute wurden, wo wir gerade hier beim literarischen Quartett sind, wenn wir hier so hochwertige Fanpost vorlesen, Leute wurden quasi zerstört, als sie dagegen argumentiert haben, dass doch schwarze Leute jetzt nicht irgendwie eine Meerjungfrau sein könnten, weil das Licht kommt gar nicht bis darunter und so bla bla. Das ist ja also solche Ansätze sind halt wirklich ganz großer Käse, erst recht bei fiktiven Wesen. So. Und wenn man mal überlegt, so ein Orca-Wal ist ja nicht irgendwie auch schwarz. Das ist gar nicht so abwegig, fällt mir gerade ein, weil ich glaube... Die Meerjungfrau-Stadt, die es da gab, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die war doch ein Königreich, also eine Diktatur. Ja. Und vielleicht auch ein Faschismus. Denn ich erinnere mich gerade nicht an eine schwarze Meerjungfrau in diesem Trickfilm.
Oder in der Serie, die Ursula, das, die, die. Aber die war die Ausgestoßene, die war die, ja, die Hexe. Die war halt auch nicht richtig schwarz, die war eher so, ja, grau. Ja, aber es war schon angelehnt, glaube ich, an, an. Ja, die hatte nämlich auch so große Person. Lippen. Große Titten und war fett. Ja. Bedienen wir ja gerade Klischees, ist das noch erlaubt, oder? Naja, aber wir versuchen es gerade reinzudenken, ja, in diese Leute, die dagegen argumentieren. Aber tatsächlich, also wenn ihr wisst, ob es schwarze Figuren gibt bei Ariel, dann schreibt es uns gern mal. Ich glaube nicht. Also mir fällt gerade keine ein. Aber damals gab es auch keine schwarzen Menschen. Da gab es ja nur. Nee, es gab nur Weiße. Ja, ja, genau. Ja. Weiße und Sklaven gab es. Genau. Ja, gut. Das Lass dazu. Nein, also jetzt nochmal, vielleicht nochmal klar gesagt, weil der ein oder andere geneigte Zuhörer am Radio, da schlackern wieder die Eier. Was sagen die da denn für anstößige Sachen? Nee, also es ist uns völlig egal. Ich mag Schwarze, ich mag Weiße. Wenn die Ariel-Darstellerin gut spielt, ist es. Ja, es wird halt. Ich werde mir den Film halt eh nicht angucken. Es ist ein weiterer Cash-Grab von Disney. Es interessiert mich nicht. Außer ihr zahlt 20 Euro. Ihr zahlt 20 Euro und dafür, dass wir in einer Stunde diesen Film resümieren. Ja, dann gucke ich mir sehr gerne an. Nee, super. Moment, das müssen dann 20 Euro plus die Kinotickets sein. Ach so, ja, stimmt, das lohnt also sich sonst gar nicht. Also müsste uns, ich weiß nicht, was kostet ein Kinoticket heute? Nochmal 20 wahrscheinlich. Denn wenn das nicht ein Tino-Kicket. Ein Tino-Kicket. Ich mag Schüttelreime. Egal, dann überweist uns halt einfach 40 Euro, dann gehen wir beide ins Kino davon und resümieren dann eine Stunde lang über die schwarze Haut der Hauptdarstellerin. Und wenn es nur 20 Euro sind, dann reden wir über den Film, ohne ihn gesehen zu haben. Ja. Dann müssen wir den Wikipedia-Artikel durchlesen. Das muss dann reichen. Richtig. Ja. Was ist noch passiert, Robin? Ich würde sagen, wir Spannende haben das Geschichte. Lange nicht gemacht. Ich muss wirklich mal den viralen Hitler auszeichnen. Oh. Und der virale Hitler geht an eine, ja, eine Instagram-Influencerin, Softcore-Thought-Bitch, was man da so sagt zu in diesem Neudeutschen, ich weiß es nicht. Für mich ist es halt einfach nur eine Instagrammerin, aber sie wird halt immer so betitelt. Sie hat auch einen Pornhub-Account, aber dazu später mehr. I know, ist das die ihr Badewasser verkauft hat? Alter, ja. Ich dachte nicht, dass du die Scheiße mitbekommst. Eigentlich auch nicht, aber ich war gestern bei meinen Brüdern zu Besuch und die haben mir das erzählt. Deine Brüder sind auch Neckbeards, ja? Bestimmt. 30-jährige Neckbeards, die das Badewasser von Belle Delphine oder wie sie heißt, kaufen. Also ich kenne die schon eine Weile. Die ist halt auf Instagram echt groß geworden. Die hatte eine Zeit lang eine Zahnspange und hat so Cosplays gemacht, sah halt dadurch aus wie 15 wahrscheinlich, deswegen sehr viel Reichweite. Richtig. Und ja, macht eigentlich nichts anderes, auch heute noch. Die macht das jetzt, glaube ich, 2-3 Jahre. Ach, ASMR hat sie, glaube ich, auch gemacht, was weiß ich. Auf jeden Fall hat sie jetzt das großartige Geschäftsmodell, und das muss man einfach sagen, es ist clever. Sie verkauft ihr Badewasser, nicht meine ganze Badewanne voll, sondern abgepackt in Flaschen. Angebot, Nachfrage. Für eine Flasche $30 und das Ding war direkt ausverkauft. Ja. Ich weiß nicht, eine Badewanne voll, das sind ja dann 100 Flaschen oder so. Mhm. Wenn nicht sogar noch mehr, vielleicht sogar 200. Was passt denn in eine Badewanne? 200 Liter oder so? Kommt so, hin, oder? So viel, ja. Ich denke schon. Mhm. Und einer hat es gesoffen, ne? Ein Mann. Der kam dann ins Krankenhaus. Ja, aber das wurde, glaube ich, als Fake debunked. Schade. Ja, mich hätte es auch gefreut. Ja, aber ganz ehrlich, sind wir mal realistisch, das ist wahrscheinlich einfach nur normales Leitungswasser. Ich kann es mir nicht mal vorstellen, dass sie da wirklich drin gebadet hat. Ich kann es mir schon vorstellen, dass sie zumindest, es muss ja auch nach diesem Badeschaum schmecken. Ich glaube schon, dass sie wenigstens ein Bad eingelassen hat und hat es dann abgefüllt. Dann saß sie halt drinnen in der Badewanne, hat sich eingerubbelt vielleicht dabei, hat danach. Nein, sowas macht die halt nicht. Hat danach ihre Flasche, so eine Flasche genommen und das dann abgefüllt. Die ist halt die größte Definition von dem Wort Tease, was es gibt. Die macht halt alles. Ähnlich wie Katja Krasewitze, nur dass Katja Krasewitze für mich sehr abartig ist und die ist halt immerhin irgendwie niedlich. Ja. Aber die, also da geht halt nichts. So, und dann gab es den großen Gag, ey, bei so und so viel Likes auf mein neues Instagram-Bild mache ich mir einen Pornhub-Account. Das war halt früher und die Aktion fand ich auch mega witzig, die habe ich auch nur durch Reddit mitbekommen. Ich verfolge sie halt jetzt aktiv nicht. Aber das fand ich echt gut. Da meinte sie, ich mache einen Pornhub-Account, lade da Videos hoch und da hat sie dann an einem Tag oder so ganz viele Videos hochgeladen. Ich übersetze es jetzt mal auf Deutsch, ich kraule meine Pussy, dann siehst du natürlich eine Katze im Bild. So. Oh. Ich kriege einen Cream Pie, sie macht sich halt tatsächlich einen Kuchen. So, einen und macht sich irgendwie so ein, hier, wie heißt so Sahne und macht die sich ins Gesicht und so einen Scheiß, ja. Oder, sympathisch. Beauty Pie dringt in mich ein oder so und sie isst ein Bild von PewDiePie. So, fand ich super witzig. Geile Trollaktion in ihrer Position würde ich das auch machen.
Wo ich aber dann echt sage, also man kann ihr das ja nicht mal vorwerfen. Sie ist einfach nur clever. Und wenn ich in ihrer Position wäre, dass Leute mein Badewasser kaufen würden, ich würde es wahrscheinlich auch machen. Das ist wie die AfD, die sind auch nicht schuld dran. Die bieten das halt an. Ja, so ihre Partei, Angebot und Nachfrage. Wer sie wählt, der ist halt Nazi, aber nicht die das gemacht haben. Dieser unangenehme Linke, der Tino schon wieder. Ich bin voll im Modus durch die Wohlfühl-Oase. Ja, die war heute mal ein bisschen Unwohlfühl-Oase. Da ging es heiß aber her. Richtig. Ich wache auf, 180 neue Nachrichten in der Wohlfühl-Oase, in die man reinkommt, wenn man auf Patreon spendet. $3 im Monat. Das ist doch ein Stil, ist das doch. Da könnt ihr kommunizieren mit uns direkt. Ja, und die neuesten Memes austauschen und auch politische Diskussionen führen, wie wir heute mitbekommen haben. Ja. Es ging um Tempolimit, es ging um AfD, es ging um ganz kurz FDP. Die Partei, die Grünen. Die Partei. Es ging um Politik und Heidewitzka ging es da heiß her. Ja, deswegen bin ich noch so ein bisschen im aggressiven, unangenehmen linken Modus. Okay. Ja, also, würdest du dein Badewannenwasser verkaufen? Ja, keine Frage. Absolut. Das Ding ist, es hat keiner einen Schaden davon. Außer man trinkt, halt, man kann ja auch draufschreiben, bitte nicht trinken oder. Ja, wohlgemerkt, so. Ich habe angerufen gestern bei diversen Firmen, unter anderem bei Stanger, die stellen eine Stange her, sprich einen Stift. Da steht drauf permanent. Dann habe ich den aber mal schön die Wortdefinition von dem Wort permanent rausgesucht aus dem Duden und habe vorgelesen, wenn ich mir das auf die Haut schreibe, dann geht das wieder ab. Aber der Stift ist nicht für die Haut geeignet. Das steht nicht drauf. Richtig. So. Im späteren Verlauf habe ich dann noch in der deutschen Botschaft vom Vatikan angerufen. Das war auch ein großer Spaß. Der Vatikan hat ja damals unser Ninja-Kostüm eingezogen und ich bin da dran, das wiederzubekommen. Ja. Ich habe denen das auch erklären müssen, dass es damals, es gab einfach, für Leute, die es nicht wissen, es gab einfach so ein kleines Missverständnis vor einem Jahr, als wir in Rom waren. Wir sind halt mit einer Kalaschnikow aus Nudeln rumgezogen und irgendwie hatte einer von uns dabei auch noch eine Priesterrobe an. Das sind war die empfindlich. Das war irgendwie so ein ganz unangenehmes Missverständnis. Die haben das auch, die Öffentlichkeit hat das ebenso missverstanden, wie das damals war mit diesem Callboy, der da mit 40 Priestern Sex hatte. Das sind alles immer nur ganz große Missverständnisse. Na klar. Ja, und da bin ich jetzt dran. Es ist nicht Kostüm das, wonach es aussieht. Richtig. Es ist noch viel schlimmer als das. So ist es. Wo wir gerade bei Trump sind. Ja, also man kann ja auch echt den Daily Trump immer machen bei uns in Leider, der Sendung. Ja. Man kommt nicht um ihn drumherum. Zum einen aufgrund seiner körperlichen Masse, zum anderen aufgrund, der riesen Scheißhaufen, der von ihm abgesondert wird täglich. Aber es ist ja auch hier nicht alles schlecht. Der Trump hat ja immerhin manchmal einen schicken Anzug an. Ja, ja, und der hat eine schöne Frisur. Wenn der Wind gerade nicht weht, ja. Naja, auf jeden Fall Trump. Wollen wir ein bisschen was zu dem sagen, oder? Super, klar, wenn es was Tolles gibt. Es gibt erstmal eine neue Schicht an Memes, weil Trump mal wieder in Nordkorea war. Er hat Kim Jong-un getroffen, ja. Stimmt, ja. Die besten Freunde. Ja, und da gibt es dann eine neue Palette, also es wurden so professionelle Pressefotos gemacht, schön High-Definition-Memes, ist wunderbar. Und die werden dann auch wieder betitelt, weil die gucken sich zum einen sehr verliebt an, zum anderen guckt Trump dann wieder sehr skeptisch, während Kim sehr witzig ist. Ich muss sagen, ich kann es nicht mehr hören, aber wenn ich die Wahl hätte, eine Kim von der Erde verschwinden zu lassen, würde ich dann doch zu Kardashian gehen. Also. Ich würde gerne mal Mäuschen spielen bei den beiden und gucken, worüber sie sich so privat unterhalten. Die Fotos reichen mir nicht, ich will hören, was sie sagen. Ja. Ich stelle mir das wie so zwei Kindergartenkinder vor irgendwie. Oh, what a nice skateboard. It is your skateboard, it's so tremendous. Also wenn eure Kindergartenkinder Skateboard fahren, finde ich die sehr cool. Grüße gehen raus. Das wäre doch was für ein Partnerkostüm für zwei Kindergartenkinder. Deine ist Kim Jong-un, der andere ist Donald Trump. Doch, das ist gut. Voll die gute Idee. Jetzt, wo wir keine Indianer mehr darstellen dürfen, darf man Nordkoreaner noch? Doch. Ja. Das darf man. Ja? Doch. Solange man nur positiv redet. Ich denke auch. Wir werden es dann miterleben, wenn dann Kim Jong-un eine Atomrakete auf Deutschland wirft oder auf diese Faschingsfeier, er selber höchstpersönlich, dann mit dem Arm. Ja, fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Wo wir gerade von, was reden die denn privat reden, da musst du mir jetzt echt mal nachhelfen, weil wie gesagt, ich bin heute so ein bisschen durch den Wind. Hatten wir das letzte Woche schon drin, dass Trump zu Putin gesagt hat, hier Journalisten und so, das ist so ein Problem. Doch, da gab's was. Ja, ja aber hatten wir das drin? Da gab es natürlich, weil vielleicht habe ich die Nachricht auch nur direkt nach unserer letzten Aufnahme gesehen. Ja doch, du hast doch auch dann noch gesagt, dass Trump gefragt worden ist, was er besprochen hat mit Putin. Er meinte dann. Ja, das ist aber was anderes. Ja. Da hat er gesagt, es geht euch nichts an. Diesmal, ich kann ja einfach mal zitieren, wenn ich das hier richtig habe. Habe ich wahrscheinlich nicht, weil ich ein dummes Schwein bin. Hätte ich dir auch sagen können. Also auf jeden Fall gab es eine Überschrift im Guardian. Donald Trump joked with Russian President Vladimir Putin that they should get rid of journalists.
SMAT in Public at the G20-Conference. Nee, das letzte Mal war noch nicht G20. Also wir hatten gesprochen über G20. Genau, wir hatten es noch nicht drin. Und selbst wenn die News ist so gut, kann man es auch zweimal besprechen. Ich denke auch. Ja, indicating towards the journalists in the room, Trump said, get rid of them. Fake news is a great term, isn't it? You don't have this problem in Russia, but we do. Das hat er wirklich gesagt. Ja. Es ist so, haha, weil ihr bringt die um, haha, lol. In der Zeit, in der Putin irgendwie an der Macht ist, gab es schon 40 tote Journalisten oder so. Ja, ja. Also aber nicht durch die Regierung. Das war auch ein Missverständnis. Ja, zufällige Tode. Ja, die haben einfach vergessen, wie man atmet. Ja, witzigerweise. Es sterben halt immer nur die Putin-Gegner. Das ist halt dumm gelaufen. Wer gegen Putin ist, kann einfach nicht leben. Selber dran doof. Aber apropos Weltgeschichte. Ja. Die Rakete ist dabei zu landen. Wieder in der Freiheit. Denn die Rakete, wurde nicht freigesprochen, aber ihr Hausarrest wurde tatsächlich aufgehoben. Das ist die nette Kapitänin von Sea-Watch 3, die 40 Flüchtlinge nach Lampedusa gebracht hat. Volksverräterin. Absolut, die gehängt werden sollte. Da muss ich einmal kurz den Postillon lobend erwähnen. Das fand ich sehr witzig. Hatte ich auch irgendwo gepostet, ich glaube in der Gruppe, in der du nicht bist. Ein Artikel, wo es darum ging, dass ein Bademeister am Rand steht, dass er trinkt jemand und er überlegt, ob er das jetzt machen darf. Ob er den jetzt retten darf oder ob das dann Schlepperei ist. Das war ja sogar auch im Urteil oder hat die Richterin sogar so ungefähr gesagt, dass sie ja Menschenleben gerettet hat. Und das sollte man ihr nicht vorwerfen, aber trotzdem bleibt es illegale Migration. Mhm. Beihilfe zur illegalen Migration. Aber ich finde auch hier ist die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte. Also ich finde es an sich nicht gut, dass es nötig ist, dass diese Leute sowas machen. Ja. Es wäre schon besser, wenn gar nicht der Bedarf da wäre, für Leute übers Mittelmeer zu schwimmen. Das wäre vielleicht eine gute Sache. Aber solange wir das nicht haben, kann man nicht sagen, das ist was Schlechtes, einen Menschen zu retten. Da bin ich ganz bei Trump und Klaas, die ja, wie du vielleicht weißt, auch relativ viral gegangen sind diese Woche mit einem Spendenaufruf dafür. Das hat das Internet nämlich auch sehr bewegt. Das letzte Update war, Jan Böhmermann habe ich gerade Jan Böhmermann gesagt? Ja. Da bin ich ganz bei Trump und Klaas. Gut. Der fast eine Million haben die gemacht. Genau, das hatte ich auch gesehen, dass irgendwie in 3 Tagen oder so 1 Million rumkam. Ganz, ganz nice. Genau, und die Rakete zumindest, die ist erstmal jetzt befreit, hat keinen Hausarrest mehr, aber ihr drohen immer noch bis zu 10 Jahre Haft, was ich lächerlich finde. Mhm. Meine Meinung als unangenehmer Linker. Ich würde gerne wissen, was die angenehmen Rechten dazu sagen. Ja? Kopf ab. Vielleicht sollten wir uns mal einen in den Podcast reinsuchen. Sehr gerne. Herr Kleine, was sagen Sie dazu? Wo sind Sie eigentlich, Herr Kleine? Doch, den muss man loben. Von dem hört man wenig. Doch. Was? Warum? Was muss man loben. Der hat jetzt eine gute Rede gehalten vor dem Stadtrat. Da ging es nämlich darum, dass die AfD ja den Kulturausschuss bekommt, wahrscheinlich. Und da hat Peter Kleine nochmal ermahnt, dass wir uns an den Buchenwaldschwur halten sollen und dass das alles nie wieder passiert. Und der Kulturausschuss tagt ja beim Buchenwald, also bei dieser Kulturstätte. Und da hat die AfD Hausverbot. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Ja, aber hatte ich das nicht auch im Podcast erwähnt? Buchenwald hat AfD gewählt. Genau. Hatte ich das erzählt, dass mein Instagram-Post, wo ich das einfach nur herausgestellt habe, dass im Kreisbezirk Weimar, im Wahlbezirk Buchenwald... Ach, die daneben, genau. Buchenwald die Verbliebenen, genau. Ja, die paar... Die haben AfD gewählt als größte Partei. Also da gehört natürlich auch Ettersburg und so dazu, aber trotzdem fand ich ganz witzig. Obwohl die am nächsten dran sind, ne? Instagram fand das irgendwie nicht witzig. Nee, wurde stimmt, direkt es ist gelöscht worden, stimmt. Unangenehm. Obwohl es ein Fakt war. Das war eine unangenehm faktische Haltung von mir. Richtig, aber nicht von Herrn Kleine. Deswegen muss ich sagen, das war eine schöne Rede, aber das macht ihre anderen Fehler nicht wett. Und sie sind immer noch herzlich nicht eingeladen bei uns. Na, wenn er hierher kommt, dann sind seine Fehler vergeben. Ich denke auch. Hier ist quasi der, wie sagt man denn, der Beichtstuhl für CDU-Oberbürgermeister. Willst du vielleicht kryptisch, ja, sodass man nicht weiß, um was es geht, darüber sprechen, was du mir heute gesagt hast, bezüglich eines anderen Politikers? Oh, ja, also ich weiß es doch nicht. Kryptisch, ich kann es kryptisch mal erklären. Und zwar machen sich der Robin und ich uns so ein bisschen lustig über einen Menschen in der Öffentlichkeit. Und wir hatten jetzt ein Gespräch miteinander auf einer Online-Plattform und ich dachte, diese Person hasst mich eigentlich, es kann sein, er weiß einfach nicht, wer ich bin auf dieser Plattform. Okay, geht's auf dieser Plattform auch irgendwie um links und rechts? Nee, da geht's eher um Homo oder Hetero. Ich dachte jetzt an Wischen. Ach so, nee, das gibt's nicht da. Ah, okay. Da kannst du jeden anschreiben. Und so tat er es auch bei mir. Und ich weiß nicht, ob er rafft, wer ich bin, weil er hat mich ja schon mal böse angeguckt und er kennt auch meine Story, wo ich mich lustig gemacht habe über ihn. Hm. Indirekt zumindest.
Mal schauen, ob wir heiraten werden. Ja, das ist jetzt hier so ein Longcorn. Der macht jetzt so einen großen Umweg, um dir dann hinterher richtig mies in den Rücken zu stechen. Ich wollte schon sagen, für die Memes würde ich ihn auch heiraten. Okay. Um dann zur Scheidung zu sagen, haha, guck, lol, ich war das. Triple Agent, Alter, Triple Agent Tino. Ja, aber mehr können wir nicht machen, aber wenn ihr mehr erfahren wollt, dann fragt mich doch mal persönlich. Okay. Im Privatgespräch auf Tinder. Gut. Matcht mich. Bevor wir zu Trump nicht mehr kommen, bitte, muss ich trotzdem noch eine Sache sagen. Der hat nämlich mal wieder gesagt, er hat abgelehnt, dass Climate Change Actions gemacht werden. Und hat gesagt, wir haben das sauberste Wasser, das wir jemals hatten. Und wir haben die sauberste Luft, die wir jemals hatten. Das sind alles. Das haut ja einfach so raus, ne? Das Ding ist, er kann halt einfach sagen, was er will. Es ist so ermüdend, Mann. Es ist halt auch Bullshit. Du kannst, also ganz vorsichtig, sage ich jetzt mal, ich vermute, welches Land auch immer, hat nicht bessere Luft heute als von vor 200.000 Jahren, jetzt mal, ja, keine Ahnung, Frage, oder so. Ja. Wenn es einfach noch keine Menschen und keine Industrie oder sonst irgendwas ist. Also sagen wir 200 Jahre von mir, na, oder 300 Jahre. Ist ja auch egal. Und Cleanest Water ist halt auch so ein Ding. Vorhin habe ich es auch schon angesprochen, Flint, wo alles andere, da sind irgendwie seit Jahren haben die kein sauberes Wasser, weil alles voll Blei ist und so. Mhm. Und dann überhaupt diese Frage, warum ich bin auch ein bisschen sauer, dass das eine News ist, ja? Ja. Wurde halt viel geteilt so. Aber warum so? Klar, es ist wieder Trump. Trump hat wieder Scheiße gebaut. Aber im Endeffekt, warum hören wir auf die Meinung von einem Politiker? Ich warte ja noch auf den Tag, wo Politiker mal offen sagen, ich bin kein Wissenschaftler. In dieser Position sollte ich keine Meinung haben, sondern ich sollte auf Experten hoffen. Und nicht einfach sagen, so eine Worthülse, ja, wir haben schon das sauberste Wasser, geht schon, so. Er ist eben erstens nicht ein Politiker, er ist der fucking Präsident der USA, der mächtigste Mann der Welt, wie man so schön sagt. Und zweitens haben diese Leute eigentlich Berater. Die haben viele wissenschaftliche Berater, die sie beraten sollten. Hat er vielleicht auch, manche sollten aber er versteht's braten. Nicht. Ich finde, Trump sollte lieber braten. Er sollte braten. Oder grillen. Also, oh, die Diskussion fangen wir jetzt hier gar bitte nicht an. Nein. Aber ich glaube, er sollte mehr auf die hören, auf seine Berater. Aber er tut's ja offenbar nicht. Nee. Ja, aber genauso hören halt auch seine Follower nicht auf ihn. Sie hören immer nur die Schlagwörter raus. Ja. Und hören nicht, dass er einfach nur Bullshit erzählt. Naja, egal. Ja, er hat einen Freifahrtbrief, wie viele andere rechtspopulistische Politiker und Parteien. Vielleicht sollten wir unseren Brief mal an ihn schicken, damit er auch Durchfall kriegt. Ich merke es nämlich schon wieder so ein bisschen rumoren bei mir. Da kriege ich keinen Durchfall. Durffall. Der hat nur Durffall, genau. Freudscher Vorsprecher. Nee, ich glaube, der muss gar nicht kacken, so wie Kim Jong-un. Der hat ja auch keinen Anus. Echt? Das ist doch das große Ding in Nordkorea, dass die großen Führer werden angepriesen als Leute, die alles können, ja, die müssen nicht kacken ganz, und so. Ganz entfernt mal was von gehört. Können stimmt. AIDS heilen und Krebs heilen, genau. Stimmt, da geht's so, ja, doch. Und Trump und sehen aus wie Winnie Pooh. Genau, genau. Da gab es auch ein lustiges Meme, wo ein Asiate wie Trump aussah, im Weißen Haus sitzt und in die Kamera lacht, mit der Überschrift: Trump nach Nordkorea-Besuch wie ausgewechselt. Ja, doch, ist gut. Auch sehr witzig. Ja, übrigens noch ein kleiner Downer. Und zwar zum Thema Lübke, der erschossene Politiker. Ach, fuck, Mann, ich war zu langsam. Ja, ich hätte jetzt Julia Reda sagen können. Schade, schade. Aber in Bezug auf die Vergangenheit. Ja, ja. Ich habe versprochen, es nie wieder zu tun. Ich lasse es jetzt. Ein kleiner Downer, das wäre so witzig gewesen. Ja, ich war zu langsam. No, sorry. Aber jedenfalls der Lübcke-Attentäter, der vermutliche. Oh, der hätte fünf Ebenen gehabt, Mann. Okay, sorry. Ärger dich ruhig. Also sorry an dich fürs Unterbrechen, sorry an wen auch immer, wer sich da gerade angesprochen fühlt. Sorry, das jetzt lasse ich es wirklich. Das macht nichts. Der hat sein Geständnis zurückgezogen. Wer jetzt? Ich habe dir nicht zugehört. Der Lübcke-Attentäter, ach, also ja. Der vermeintliche. Er zog sein Geständnis zurück, aber es wird keine Auswirkung haben auf den Prozess, weil sein Geständnis so detailliert war. Nur kurz als kleinen Fun-Fact. Das ist ja auch irgendwie dumm. Also gab es da einen Grund für oder irgendwie einen Kontext? Das ist taktisch, weil dann auf der einen Seite, wenn du juristisch gestehst, bringt das doch nichts, oder? Ja, wenn du einmal gestanden hast. Ne, die Frage ist, wenn du gestehst, bekommst du ja eigentlich eine Strafmilderung, so ein bisschen zumindest. Und es kann sein, dass er durch das Rückziehen seines Geständnisses, dass er dann weniger befürchten muss oder dass die Wahrscheinlichkeit geringer wird oder dass dem Richter schwerer macht, ihn zu verurteilen. Also es soll
taktische Gründe haben, aber ich verstehe die Taktik nicht. Dass der Richter dann so richtig moralisch hinhergerissen ist. Die Beweise sprechen dafür, er hat gestanden, aber er hat auch nicht gestanden. Scheiße, ja. Wenn ich jetzt einen Unschuldigen einbuchte, nein. Also ich verstehe es nicht ganz, die Taktik, aber es soll eine Taktik sein, dass er es gemacht hat. Aber es bringt nichts, weil durch dieses Geständnis eh noch andere Waffen bei ihm sichergestellt worden sind und auch seine Waffenhändler sind ja verhaftet worden. Und sein Geständnis war, wie gesagt, so detailreich, dass er eigentlich überführt werden muss. Vielleicht ist es auch nur eine Tick-Tock-Taktik, die Zeit schinden soll. Möglich. Bis dann die Todesliste abgearbeitet ist, nämlich zum Beispiel, und die anderen an der Macht sind, die ihn dann nicht mehr einbuchten. Ja. Diese Todesliste habe ich nämlich jetzt auch im Guardian, hatte ich ja vorhin, hat auch darüber berichtet. Dadurch habe ich mich jetzt auch mal damit beschäftigt, ja. Wir stehen nicht drin. Das hast du gar nicht gesagt, dass das auch bekannt ist, wer das ist, dieses Nordkreuz, Leute, hat es, glaube ich, gar nicht gesagt, oder? Nö, wusste ich auch nicht so genau. Also jetzt scheint es bekannt zu sein, dass das von Nordkreuz kommt. Ja. Das ist irgendwie eh schon so eine beobachtete Organisation oder Vereinigung. Leicht rechts angehaucht. Die haben halt diese Liste, die haben dann auch gesagt, es ist keine Killliste, es ist einfach nur eine Zusammensetzung von zufälligen Namen. Tabelle so. Auf einer Tabelle, uns war langweilig. Und was ich ganz interessant fand, dass die zu großen Teilen aus Preppern bestehen, also die sich so auf den Weltuntergang vorbereiten. Genau, Zombie-Apokalypse oder Flutung, weil Klimawandel, was auch immer. Das hatte ich mir auch aufgeschrieben damals, als es ein Thema war, tatsächlich, was Prepper eigentlich sind. Das wusste ich nämlich gar nicht. In ihrem Haushalt sammeln die sehr viele Konserven und machen sich schon so einen Rucksack bereit, den sie quasi nur aufsetzen müssen, wenn es losgeht. Das fand ich ganz interessant. Der Guardian also. The Guardian. Ja. The International Press. Ich habe noch eine geile Überschrift. Ich muss mal wieder mir angewöhnen, geile Überschriften für geile Themen zu finden. Aber ich bin ja auch heute, ne? Heute ist ja mein Miesepeter-Tag. Ja, ich merke schon. Ich habe nur die Überschrift Ein Laie im Amt. Ja. Die Sprache ist von Ursula von der Laie. Ich habe es nicht ganz mitgekriegt. Ich hoffe da jetzt auf dein Wissen. Ja. Ursel wurde Zensursula, Zensursel. Keiner kann es vergessen, es ist 10 Jahre her, unvergessen, Zensursula, 2009 müsste es gewesen sein, ganz groß. Also die wurde ja auch rumgereicht, ne? Oh, das darf man nicht sagen, eine Frau, die rumgereicht wurde. Die wurde in den Ämtern rumgereicht. Voll die Bitch, ja. Ja, also erst war Familie, ne? Familienministerin, wo sie gut aufgehoben war eigentlich, als tausendfache Mutter. Ja. Dann war sie Verteidigungsministerin, was keiner verstanden hat. Aber offenbar waren alle zufrieden mit ihr irgendwie, warum auch immer, obwohl sie da echt viel Mist gebaut hat. Sie hat irgendwelche schlechten Hubschrauber gekauft, die gar nicht fliegen und was war es denn noch? Sie hat überteuerte Berater angestellt und war vor Euphemismen bekannt, dass sie alles mal schön geredet hat. Und jetzt wird sie halt, was wird sie jetzt? Kommissionspräsidentin soll sie werden von der EU. Ja, wurde sie, glaube ich, sogar gewählt. Deswegen, gut, dann haben wir jetzt richtig gutes Halbwissen. Mhm. Also ich habe nur mitbekommen, dass ja der Manfred Weber ist es nicht geworden, was ich ja grundsätzlich ganz gut fand. Und dann wurde irgendwie geheim bestimmt, dass sie es einfach ist. Vielleicht müssen wir da nochmal recherchieren. Es gab Spitzenkandidaten von den ganzen Parteien, aber die wurden quasi jetzt umgangen und jetzt haben sie beschlossen, dass die Ursula das werden soll. Und das ist so das Ding, aber alter Schwede, ne? Ganz, ganz vorsichtig, Leute, jetzt mach ich hier mal Real Talk. Ich kenne mich da gerade echt nicht genug aus, so. Aber für mich war das halt das Skandalöse, dass das so unoffen, also geheim irgendwie einfach bestimmt wurde. Und dann war aber so das Ding, also die EU ist ja schon irgendwo demokratisch, ein Zusammenschluss von vielen demokratischen Staaten, aber an sich ist es nicht ganz so demokratisch wie die einzelnen Staaten, weil dann die jeweils Großen ja mehr Macht hätten. Und man will ja eine gewisse Gleichberechtigung schaffen. Und aufgrund dessen ist dieser demokratische Ansatz etwas hinten angestellt. Wenn ich das jetzt, weißt du? Du meinst, weil Luxemburg zum Beispiel sehr klein ist und viel weniger Vertreter hinschickt, dass die auch weniger zu sagen haben, meinst du? Sowas? Ja, eben nicht. Also so ungefähr. Deswegen, also wirklich, ich bin da gerade nicht wirklich bewandert. Aber ist auch kompliziert. Ja. Also Ursula habe ich noch nie in positiven Zusammenhängen gehört, muss ich sagen. Gut, dann sind wir uns ja einig. Aber da haben wir schön den Bogen zu Ariel geschlossen, weil ich glaube, da wäre sie vielleicht, die Ursula da zu spielen, da wäre sie vielleicht ein bisschen besser qualifiziert. Als Schauspielerin meinst du? Naja, dieser fette Tintenfisch da. Ah, ja, stimmt. Ja. Würde ich ihr zutrauen tatsächlich. Ich glaube, sie kann alles besser als Politikerin sein. Gut, wir haben das Problem gelöst, Leute. Ihr könnt aufatmen. Aber nicht nur nicht nur sie, sondern auch viele weitere, die jetzt die Spitzenpositionen bekommen in der EU, sind alles irgendwelche
ja, Laien. Also Sonneborn hat geschrieben, eine Parade der Inkompetenz, und hat dann einen Tweet abgegeben, wo er die ganzen Spitzenkandidaten vorstellt und sagt, was die alles schon für Mist gebaut haben. Zum Beispiel der EU-Außenbeauftragte, also soll es werden, der Spanier Borrell, der ist der ehemalige Präsident der Europäischen Hochschulinstitute, und der hat vergessen, 300.000 Euro anzugeben als Jahreseinkommen. Ups. Oh. Ja. Kann passieren. Unannehmlichkeit, ja. Und auch viele weitere Schandtaten, und es ist alles ein bisschen schwierig, einigermaßen. Ich habe auch vergessen, meinen Rundfunkbeitrag zu zahlen ein paar Jahre. Upsi. Ups. Naja, gut. So viel zur Politik. Der Unterschied ist, du musst in den Knast dafür wahrscheinlich. Ach ja, und er wird weggelächelt. Er muss nur zurücktreten, dann ist alles wieder gegessen. Ja. Da sollte das Volk ihn mal zurücktreten. Das ist die Schere von Arm und Reich. Und noch eine Downer-Geschichte habe ich, und zwar die AfD. Wie erneut. Jetzt? Ich dachte, aber es ist nur ein Thema heute über die AfD, und zwar haben die ein Online-Portal eingerichtet gegen links. Okay. Und die heißt Blick nach links. Hast du dich da schon angemeldet, oder? Noch nicht, aber ich habe es vor. Das ist sicherlich ein schönes Netzwerk, auf welchem Straftaten oder Vorfälle vor links gesammelt werden sollen. Weil die AfD hat ja schon öfter irgendwelche Anfragen gestellt, wie viele Straftaten gibt es denn von links, von rechts, von Ausländern und so. Und immer waren es die Rechten, die halt die meisten Straftaten begangen haben. Hm. Und das will die AfD. Das kann nicht sein. Das will die AfD nicht einsehen. Deswegen sammeln sie jetzt ganz viele linke Vorfälle. Okay. Das wird sehr lustig. Wie oft stehst du da drauf? Das ist nicht transparent, leider. Okay. Aber ich hoffe ganz oft. Ich bin gespannt, ob der Dinge, die da kommen. Ich werde diese Liste mal einsehen, wenn ich dann irgendwann die Möglichkeit dazu habe. Nochmal. Gerne. So viel zur Politik, kommen wir zum Wetter. Ja. Der Juni war der heißeste Juni aller Zeiten, der jemals gemessen wurde. 38 Klimawandel Grad, ist eine Lüge. 38 Grad waren es hier maximal. Es geht nicht um Deutschland, es geht weltweit. Der globale Durchschnitt war im Juni noch nie so hoch wie diesen Juni. Das ist Zufall, das liegt nicht am Das ist auch Klima. So ein Missverständnis. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht auch da die Juden vielleicht irgendwie, kann das sein? Zum Thema Judenfrage, genau. Ja. Ich glaube, dass die heimlich. Aber das Ding ist, wenn die Erde sich ja noch weiter erhitzt, dann löst sich die Judenfrage ja auch von alleine. Da löst sich auch die Weißenfrage. Da löst sich halt jede Frage. Alle Fragen werden geklärt durch den Klimawandel. Ich freue mich eigentlich drauf. Und die Leute verstehen das auch immer falsch. Der Planet ist ja nicht in Gefahr. Der Mensch ist vielleicht in Gefahr, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Der Planet schafft das schon. Deswegen haben Neonazis ganz oft diese schwarze Sonne tätowiert. Die wollen darauf aufmerksam machen. Genau. Ziehst du mal? Auf die Apokalypse. Und du machst sie immer runter, du Scheiße. Unangenehm linker Mensch. Ich habe mein ganzes Leben lang alles falsch gemacht. Ja, aber trotzdem, der Juni war halt schon sehr warm. Der Juli lässt so ein bisschen zu wünschen übrig gerade, ne? Es ist also, immer noch mehr. Warm, aber nicht heiß. Da geht auf jeden Fall mehr. Also den einen oder anderen Sonnenbrand hätte ich dann doch schon gerne noch diesen Monat. Hast du einen gehabt eigentlich, einen Sonnenbrand? Nö. Ich auch nicht. Ich habe mich aber auch mit Lichtschutzfaktor 50 eingeschrubbelt. Ich mit 30, hat gereicht bei mir. Naja, auf jeden Fall, am heißesten Tag in diesem Monat, oder ich weiß gar nicht, vielleicht was. Nee, ich glaube, es war noch im Juni. Nee, warte mal, das war schon im Juli. Wir sind jetzt im Juli, ne? Kurzen Juli, genau. Juli sind wir jetzt. Okay. Die machen jetzt wieder Musik übrigens, ne? Die haben eine neue Single rausgebracht. Juli, auch cool. Ja. Nein, aber am heißesten Tag in Frankreich mit 44,3 Grad als Spitze, der heißeste jemals gemessene Tag in Frankreich, gab es Protestanten, die gegen den Klimawandel protestiert haben, friedlich. Und die wurden mit Tränengas vollgeeiert. Das ist ja traurig. Der große Trost dabei ist natürlich, so ein Polizist, der mit Tränengas um sich wirft bei so einer Demonstration, der ist höchstwahrscheinlich sehr warm angezogen. Hm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann so, das hat sich so aufgerieben, weißt du? Die sind eh angepisst, weil es so warm ist. Dann müssen die in so einem Sadomaso-Kostüm stecken. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Und da kann man sich sagen, okay, dann werfe ich halt jetzt hier mal ein bisschen Chemikalien rüber, dann ist die Sache gelöst, dann kann ich heimgehen. Ach so, ja. Man muss auch sich mal menschlich in den Menschen reinversetzen. Absolut menschlich, ja. Ich kann die Polizei eh immer verstehen bei allem, was sie macht. Die sind, ja so ein bisschen die Moral. Jetzt sei aber nicht so ein ACAB-Typ, komm. Nein, ich sage. Da hört's doch auf. Nein, ich rufe auch Bullenschweine, aber aber nicht alle. Ich meine die Bullenschweine, ich meine nicht die guten Bullen. Ich sage dann, wenn ich rufe scheiß Bullenschweine, meine ich ja eben die Bullenschweine, die sich schweinisch verhalten. Ich bin privat auch mit Polizisten befreundet und ich weiß, dass die in Ordnung sein können. Das ist doch aber dieses alte Argument, ich kann nicht rassistisch sein, weil ich habe einen schwarzen Freund. Ja. Ja. Darauf den trete ich zwar immer, aber ich kann nicht rassistisch sein. So ist es. Der streicht immer meinen Zaun kostenlos.
ich habe in meinem Leben viele Polizisten kennenlernen dürfen, müssen, sollen, ja? Ja. Und da gab es echt Leute, also echt coole Polizisten, so, auch welche, die dann gesagt haben, ach, ich habe sie gewählt, Herr Ranacher. Hm. Und so, voll cool, gibt's auch. Ja gut, aber wenn du sagst, Bullenschweine, ne? Ja. Ist, dann müsste ja auch... Wenn man Judenschweine sagt, meint man auch... Das ist okay, Juden, aber... Ja, ja, genau. Erstens das. Ja. Nein, zweitens, wenn du dann auf einer Demo bist von besorgten Bürgern und Nazischweine rufst oder Nazis raus. Ich meine nur die bösen Nazis, nicht die guten. Okay, und welche sind die guten? Ich weiß es nicht. Gibt es gute Nazis? Doch, schreibt es uns in einem hasserfüllten Leserbrief. Doch, ich glaube, der mich als unangenehm links bezeichnet hat, der ist auch ein angenehmer Nazi. Der ist doch kein Nazi, ich weiß, Alter, es nicht, ich kenne ihn doch nicht. Der ist doch kein Nazi, Mann. Rising Bob ist ein guter Mann. Oh, ich mag Satire. Ich mag gerade Satire. Ich kenne ihn doch überhaupt nicht. Ja, aber komm, Satire, ich bin auch mit diesem Begriff ein bisschen vorsichtig, ja? Ich benutze sehr gern schwarzen Humor, aber ich behaupte nicht, dass das alles Satire ist, weil für mich ist Satire wirklich nur, wenn ich jetzt zum Beispiel einen frauenfeindlichen Witz mache, dann ist das für mich keine Satire, weil Satire müsste die aufs Korn nehmen, die also wirklich explizit nur die ankreiden, die irgendwie Frauenfeinde sind. So, das wäre für mich Satire. Ja. So, aber wenn ich jetzt einfach nur halt einen Witz mache, weil er sich anbietet, oder wenn ich sage, ein kleiner Downer, haha, Greta Thunberg, das ist keine Satire, das ist einfach nur ein sehr, sehr guter Humor. Ja, ja. Ja. Dann mache ich halt nur guten Humor. Aber ich mache mich ja über mich selbst lustig, wenn ich sage, dass er Nazi ist, weil ich ja immer die Nazi-Keule raushole. Ah, okay. Auch in dem Fall. Aber weiß, ich kenne Rising Bob nicht. Auch auf Grindr. Da hole ich mal die ganz große Nazi-Keule raus. Nein, ich kenne Rising Bob nicht. Ich grüße ihn auch ganz lieb. Er ist bestimmt ein cooler Typ, aber es ist doch einfach nur ein Meme, wo ich gerade Meme sage. Wir haben ja einen Spezialpodcast gemacht, wir können uns ja kaufen für 20 Euro, hört euch den letzten an, der ist großartig geworden. Da haben wir Memes gesprochen, wir haben eine sozialwissenschaftliche Analyse des Phänomens Meme gemacht. Und Dion. Das stimmt. Und wir revealen auch seinen richtigen Namen. Also, wenn euch das interessiert, schaut da mal rein auf unserem YouTubes. Noch ein paar Kurznachrichten. Und zwar haben wir einen Toten zu beklagen. Ja, je nachdem, welcher Name jetzt fällt, ist es vielleicht keine Kurznachricht, sondern eine Kotznachricht. Sprich? Ich werde einen seiner größten Hits anstimmen. Oh Gott. Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko, Anita. Pass auf, ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ich versuche ja jetzt drauf zu kommen. Das ist, der hatte schwarze Haare. Ja. Okay. Schwarze Locken, genau. Schwarze Locken. Oh fuck, Alter, es ist auf jeden Fall... Es war nicht Roberto Blanco. Nee, der war schon ein Weißer. Nee. Fuck. Nee, nicht so ein Latino? Richtig. Ja, so griechisch. Oh, fuck, Alter. Wenn ich den Namen höre, weiß ich sofort, aber es sind halt so die Namen, ne? Denk an die Mobilcom-Werbung. Ich kenne keine Werbung. Kostet fast gar nichts. Costa Cordalis. Ah. Der ist gestorben. Den kenne ich nur vom Dschungelcamp. Siehst du? Der hat die erste Staffel gewonnen damals. Mhm. Und er ist der Einzige, den man straffrei Arschgesicht nennen durfte. Okay. Weil er sich nämlich damals Fett aus seinem Hintern ins Gesicht gespritzt hat. Kein Spaß. Okay, gut. Er war gegen Botox und hat sich deswegen Eigenfett aus dem Hintern ins Gesicht gespritzt. Deswegen das große Arschgesicht, Costa Cordalis, ist gestorben. Liebe Grüße gehen raus in seine... Wie alt ist er geworden? War das? Also seine Fans. Nein, es ist sehr tragisch. Aber was mit 70 oder so. Okay, nee, dann geht's ja. Also angemessen. Natürlicher Tod ist immer noch... Also es war kein Lübcke. Nee, kein Lübcke. Also er war krank, irgendwie herzkrank, nierenkrank, bla bla bla. Hm. Dingsbums. Dann noch eine Kurznachricht, und zwar Markus Lanz. Habt ihr eigentlich mitgekriegt? Ach nee, das war im Vorfeld. Ich weiß nicht, du hattest es so formuliert. Es gibt leider nur eine Todesnachricht. Also Nordkreuz, hängt euch mal mehr rein. Ja, eine, die mir nahe ging. Ach so, wirklich? Und ich habe keinen Bezug zu Costa Cordalis, und noch dieser, ganz ehrlich. Dieser Etika oder so ein YouTuber. Etika ist tot? Ist auch gestorben, genau. Geh ich woanders einkaufen. Der hat sich erschossen. Der hat sich erschossen, Etika. Wird echt Zeit. Das war so ein YouTuber, keine Ahnung. Jedenfalls, Markus Lanz hatte Felix Yen in seiner Sendung zu Gast. Mhm. Guter und Name für einen Penis, Markus Lanze. Richtig, Markus Lanze. Mhm. Ein guter Pornoname. Und Felix Yen ist ja ein bisexueller Mensch. Okay. Und Markus Lanz Kommentar dazu war: Bisexuelle wollen sich nicht festlegen. Okay. Das war auch ein großer Shitstorm. Ach so, okay. Okay, ja. Sie wollen immer 100%, die können sich nicht festlegen. Ja, okay. Dafür gibt es von mir den Stalin der Woche. Den Stalin der Woche, okay. Ja. Ich verstehe schon, ja, ist halt doof, weil nein, das ist Quatsch. Ja. Die haben einfach nur, es ist halt so.
So, aber so. War das nicht einfach als Gag gemeint so? Nee, also okay. Er hat dafür viel auf den Deckel bekommen, aber viele mussten lachen so im Publikum. Okay. Hm. Ja, habe ich überhaupt nicht mitbekommen, aber du als Betroffener sagst doof, ja? Ich finde die Aussage lächerlich, aber ich nehme es ihm nicht übel, weil er einfach keine Ahnung hat. Okay. Ich find ihn ganz okay so als Moderator, er nervt zwar, weil er immer alle unterbricht, aber ich finde ihn doch auch ein bisschen sympathisch. Hm. Na gut. Und noch eine lustige Geschichte aus der CDU-Landtagsfraktion. Die machen nämlich mal eine Zeitung, die sie rausbringen. Und die hatten ein Kreuzworträtsel. Und neulich kam das Lösungswort Messerangriff raus. Oha. Das war doch eine große Meldung. Beim internen CDU-Newsletter, oder nicht was? Nicht intern, nee, das war so eine Zeitung, so eine Fraktionszeitung irgendwie. Ach so, aber die das ist nicht ganz zugänglich intern. Für alle. Messerangriff, ist ja witzig. Als Lösungswort in der Zeitung, fand ich lustig. Ich finde die Kreuzworträtsel sollten zurück zu den Wurzeln gehen. Hakenkreuzworträtsel. Ja, hör auf, mir meine Gags zu stehlen. So, wir gehen jetzt weg. Hashtag Trashtag ist mal wieder trending gewesen. Es war der größte Post diese Woche auf Reddit von allen Subreddits zusammen. Kennst du den Hashtag Trashtag? Nein. Das ist ein Hashtag. Kennst du? Kennen unsere geneigten Zuhörer Raute, auch. Raute. Rautezeichen und ein Wort dahinter, da kannst du dann draufklicken und dann wird dir alles angezeigt, was zu diesem Thema gehört. Ist ganz praktisch gemacht. So. Und das Trashtag-Hashtag bedeutet einfach nur, dass du ein Bild hast von einer Location, wo ganz viel Müll rumliegt und dann noch ein Bild, nachdem die Person, die das Bild aufgenommen hat, alles weggeräumt hat an Müll. Das war wieder ganz groß und ich muss sagen, das ist vielleicht ein Ansatz, wie wir wirklich global irgendwie dieses Gefühl entwickeln können, wir tun hier gerade was Gutes. Das war auch eine große, so eine Grundsatzdiskussion, komme ich gleich zu. Es ist super befriedigend, diese Fotos zu sehen, so dieses Vorher-Nachher, wenn es dann so richtig schön sauber ist, das ist so ein gutes, ich war es nicht mal selber, ja, und ich habe dieses Gefühl von, ja, da wurde was geschafft und es sieht einfach nur gut aus. Du meinst, dass man so virale Trends nutzt, um die Welt zu verbessern? Ja, und pass auf. Folgendes. Es ging darum, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Irgendwie, es ging um den dritten, um den Zweiten Weltkrieg. Wie bin ich da drauf gekommen? Keine Ahnung. Irgendein Typ hat berichtet, wie seine Oma aus dem Zweiten Weltkrieg berichtet hat. So. Und die hat gesagt, damals im Zweiten Weltkrieg, jetzt auf Amerika. Die ist doch dort, oder wie? Die ist immer noch im Zweiten Weltkrieg, ja. Die macht das noch weiter. Cool. Die ist mit Hitler in Argentinien. Die hat gesagt, damals, besonders in Amerika, hat halt jeder im Volk irgendwas dazu beigetragen. Zum Krieg. So. Ja, halt wirklich. Die einen haben halt mehr gearbeitet, die anderen sind an die Front gerannt und so. Jeder hat irgendwie ein Stück beigetragen. Sozialismus halt. Ja, so ungefähr. Hm? Da haben die Amerikaner Angst vor, sag das nicht so laut. Ups. Die haben recycelt, die haben höhere Steuern teilweise gezahlt, einfach um quasi die Truppen zu unterstützen, weil es ist ja ein gutes Ziel, was am Ende steht, so Nazi-Deutschland kaputt zu machen. Die Assis, ne? Wir waren dabei, die Judenfrage zu klären. Mann. Und dann kommt die daher. Frechheit. Die bösen Amerikaner. Nein, also pass auf, ist echt eine gute Sache. Das ist mir noch nie so bewusst geworden, aber ich glaube, das wäre der Punkt. Und wir jetzt hier im Brennpunkt lösen die Probleme der Welt. Das wäre ein Punkt, wie wir das schaffen könnten, dass global so eine Awareness geschafft wird. Wenn man dieses Gefühl, ja, sie schreibt halt auch hinterher, die Oma hat berichtet, dass hinterher jeder das Gefühl hat, irgendwas Gutes getan zu haben, so, für dieses gemeinsame Ziel. Und da war es nicht so schlimm, wenn man mal weggesteckt hat, quasi, dass man mehr zahlen musste, dass man mehr gearbeitet hat, dass man an die Front gehen musste und so. Nicht, dass jetzt Krieg was Gutes wäre, ja. Aber wenn man dieses Gefühl für transportieren, ne, Trashtag zum Beispiel, ja. Ja. Irgendwie jeder macht was und am Ende haben wir eine saubere Erde und jeder hat so dieses Gefühl, oh geil, ich habe da irgendwas zu beigetragen. Es fühlt sich irgendwie befriedigend an. Das ist vielleicht ein Ansatz, wie man irgendwie, ein anderer Ansatz wäre natürlich, es irgendwie cool zu machen. Wenn jetzt Firmen anfangen mit, oh, wir sind super grün und so, wenn Vorreiter der Menschlichkeit oder der Menschheit, wenn jetzt Trump sich auf die Fahne schreiben würde, ey, es ist super cool, dass ich irgendwie Bio nutze oder so, dann wird noch seine Anhänger zumindest zu Teil das nacheifern. So. Das wäre ein vielleicht. Punkt, wie man es vielleicht schaffen könnte, aber mit diesem interessiert mich nicht, betrifft mich nicht, dann wird es halt. Man muss nicht Umweltthemen cooler machen, das verstehe ich, aber ich glaube nicht, dass Trump. Nein, natürlich nicht Trump, das war nur ein Beispiel. Ja, ja, aber ich glaube nicht, dass seine Anhänger ihn dann noch wählen würden. Ich glaube, die wählen ihn halt aufgrund seiner Ansichten. Ja, ein paar vielleicht nicht, aber ich glaube schon, dass auch ein paar vielleicht, wenn es nur 10 sind. Es war auch erstmal nur ein Beispiel. Ja. Für mich war dieses Trashtag, also es gibt es ja schon lange, das ist jetzt nicht neu, es war nur jetzt mal wieder ganz groß, weil es halt viel geteilt wurde. Aber das war so für mich der erste Ansatz, wo ich gefühlt habe, das wäre doch mal irgendwie so eine Art
wenn das irgendwie in alle Richtungen, so ein Rezo-Video, ne, mit 15 Millionen, wo jeder sagt, macht doch mal selber so ein Trash-Tag-Ding, sucht euch einen Platz, der räudig ist, räumt den auf, postet das und merkt, dass es sich einfach irgendwie gut anfühlt. Ich habe es selber noch nicht gemacht, muss ich jetzt mal sagen, aber wenn sich schon allein das Foto angucken gut anfühlt, ja. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt, dass ich Interesse an einer sauberen Welt habe. Selbst für überhaupt nicht. Nein, wirklich, ohne Spaß. Es gibt ja auch dieses Phänomen von oddly satisfying, dass irgendwie Sachen einfach super befriedigend sind, wenn du ein Buch in ein Regal reinschiebst und es dann perfekt bündig abschließt. Solche Sachen. Ja. Das ist einfach im Menschen drin, dass das irgendwie angenehm ist zu sehen. Deswegen ist es, glaube ich, auch für jeden Menschen irgendwie angenehm zu sehen. Vorher sieht es räudig aus, hinterher ist es sauber. Das kann ich als Nihilist sehe aber schon die Ersten, die das umgekehrt machen, dass sie vorher, nachher, dass sie das faken, weißt du, dass sie erst den sauberen Ort fotografieren, danach mit der Mülltüte einfach drüber gehen und alles abwerfen, danach behaupten, es wäre umgekehrt gewesen. So würde ich es machen zumindest. Tino, du bist ein Arschloch. Ja. Ich sag dir nur, ich als Nihilist sehe diese Leute, die das dann so rummachen. Ich weiß wieder, wie ich drauf gekommen bin. So ein scheiß Wissenschaftler, die eh nur Gülle labern, wir hören nur auf Politiker. Der hat nämlich gesagt, Michael Mann, okay, der war schon in der Kritik, aber ist egal, ich rede übrigens ein bisschen schneller, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Der hat gesagt, es bräuchte so eine Mobilisierung wie bei einem Weltkrieg, um das überhaupt noch zu schaffen. Ja. Aber ist egal, darauf bin ich da auf jeden Fall gekommen. Dann noch eine andere Nachricht, dass irgendwie jedes Jahr 2,5% an Insekten sterben, bla bla bla, interessiert egal. Auch keinen, wir interessieren Insekten, bla bla bla. Harald Schmidt hat sich zur Wort gemeldet, hat Rezo kritisiert, war auch ganz groß. Würde ich aber nicht weiter betiteln. Harald Schmidt finde ich eigentlich immer ganz geil, aber das war, da hat er sich wirklich irgendwie nicht mit Ruhm bekleckert. Das war irgendwie, das war einfach nicht, da war keine Nuance drin. Das war einfach nicht spitzfingrig. Das war einfach nur irgendwie plumpe, und da fuchtelt er rum und so. Er hat es vielleicht auch zu sehr aus einem Entertainer-Aspekt betrachtet. Er ist ein guter Entertainer. Also er ist ein guter Schauspieler und auch ein guter Moderator für seine Late-Night-Shows, die er gemacht hat. Aber wenn er sich irgendwie politisch äußert, fand ich ihn schon immer so ein bisschen schwierig. Ja? Ja. Also ist egal. Ist jetzt zu lang. Doch, wir müssen die Woche letztendlich mal. Es tut mir leid, wir haben nur noch 4 Minuten. Harald Schmidt können wir nicht so, falls er nochmal relevant sein sollte, können wir auch nochmal. Ich kann nur empfehlen, die als Falco bei Harald Schmidt war, die 2 Ausgaben, großartig. Die haben sich so die Bälle hin und zugeworfen. Ja. Großartige Interviews. Guck ich mir an. Die Woche fand ich jetzt ein bisschen schwach, muss ich sagen. Klar, also ich freue mich für Rakete, dass sie jetzt wieder frei ist. Dann aber Lübcke, der Attentäter zieht einen Schwanz ein, steht nicht dazu. Ich habe Schmerzen, Costa Gordalis ist gestorben. Also, ist das eigentlich für dich ein Plus oder ein Minus bei der Wochenwertung, wenn Costa Cordalis stirbt? Also ich sehe es ja nicht menschlich, ich sehe es ja eher so aus der Sicht einer spannenden Woche. Ja, wir wollen ja Event. Richtig, Event. Wir sind ja sensationslüstern. Ich freue mich nicht über jeden Toten so, sondern ich traue über jeden Toten, aber es passiert was. So, und ich muss sagen, ich gebe der Woche eine 4. Maximal 4,5. Sagen wir 4,5. Ja. Ich wäre jetzt auch eigentlich instinktiv bei 4 gewesen. Ich habe noch eine kleine Sache. Es gab nämlich eine Dürre im Irak. Da ist so ein Palast erschienen dadurch, ne, weil das Wasser zurückgeht. Und das fand ich ganz geil. Weil einmal was Positives vom Klimawandel. Und da habe ich mir auch überlegt, hin und wieder könnte es ja sein, was heißt hin und wieder, vielleicht irgendwann passiert es mal, dass das Wasser so weit zurückgeht, dass man irgendwann mal ein schlechtes Video auf Nostarafo TV findet. Halte ich für unwahrscheinlich, aber wenn es so weitergeht, könnte es sogar sein. Auf jeden Fall fand ich das für mich ganz interessant, dass da so uralte Sachen aufgedeckt werden. Und dann kann man die 0,5 noch draufpacken, würde ich sagen. Ich denke auch, 4,5 ist eine angemessene Zahl. Auch schön war übrigens in Eisenach. Die Eisenacher Oberbürgermeisterin ist gerade ganz groß in den News, weil sie der NPD im Stadtrat den Handschlag verweigert. Okay. Und eigentlich müssen... Sie wollte lieber einen Hitlergruß machen. Richtig. Ja. Eigentlich müssen alle OBs die neuen Stadträte begrüßen und in Empfang nehmen und so und mit einem Handschlag. Aber sie verweigert der NPD den Handschlag. Die NPD ist da groß oder was? In Eisenach, ja. Die haben da 3 Sitze oder 2 Sitze. Okay. Mhm. Die haben ja auch das Fliederhaus. 3 Sitze oder 2 Sitze, die spielen da hier Reise nach Jerusalem. Richtig, ist echt so. Und das finde ich auch noch ganz spannend. Also Grüße gehen raus an Katja Wolf von der Linken. Okay. Ach, von der Linken. Genau. Das erklärt es natürlich wieder. Ja. Das erklärt es immer, diese unangenehme Linke. Ich kann es nicht mehr hören. Würdest jeden machen? Tag dasselbe hier. Würdest du es machen? Würdest du den NPD-Leuten die Hand geben? Ja, nein. Also, NPD finde ich jetzt nicht so gut. Aber ich würde es vielleicht lustiger machen, sag ich mal. Vielleicht mir vorher so einen Subway-Handschuh anziehen oder so. Weißt du, so ein Hygieneding. Ja.
Das ist vielleicht neu gedacht. Aber ich finde es doch gut. Ich wollte doch nur hier nochmal humoristisch auf dieses unangenehme Links eingehen, wenn ich jetzt hier gerade vom Mikrofon wegsteppe. Ja, aber du musst doch mal sehen, das ist doch geschichtlich auch relevant, dass du dann irgendwann, dass es irgendwann ein Foto von dir geben wird, wie du den Neonazis oder was ja die NPD auch ist, dass man denen die Hand gibt. Oder auch der AfD, die vielleicht mal großen Schaden anrichten könnten in Deutschland, dass du denen geschichtlich gesehen die Hand gegeben hast. Ich bin sicher, du hast gerade gut argumentiert. Ich habe es einfach nicht gehört, die Musik ist zu laut. Macht doch nichts. Wir betünchen noch. Okay. Ein bisschen. Es war ein großer Spaß, Tino. Hat viel Spaß gemacht. Also ich finde, die Ausgabe heute ging sehr schnell rum. Ja, das höre ich jedes Mal nach meinen Tinder-Dates. Ist egal. Tschüss. Das war so schön. Tschüss. Mach's doch mal. Ciao. Come with me.